Im folgenden Video zeigen wir Ihnen den Aufbau eines kastenförmigen Moskitonetzes der Firma Brettschneider im Freien. Zur Befestigung eignet sich das Befestigungskit, welches Sie ebenfalls in unserem Shop erwerben können. Alternativ können Sie das Netz auch wie in diesem Fall mit einer einfachen Schnur aufhängen. Diese sollte wie abgebildet in passendem Abstand an vier Punkten befestigt werden. Hierfür eignen sich Bäume, Sträucher, bei leichten Netzen auch schon kleinere Äste. Sobald ein passender Ort gefunden ist und die Schnüre gespannt sind, holen Sie das Netz aus der Verpackung und breiten es zunächst auf dem Boden aus. Suchen Sie hierbei nach der längeren Seite und bringen Sie das Netz in die richtige Position zur Aufhängung. Die Bändchen am Netz können am einfachsten durch einen einfachen Knoten wie im Video befestigt und auch wieder gelöst werden. Für einen festeren Halt empfehlen sich jedoch Schleifen oder auch Doppelknoten. Drücken Sie die Knoten anschließend so zurecht, wie Sie das Netz später haben möchten. Wenn es wie in diesem Beispiel mehr Schlaufen am Netz gibt als Aufhängungspunkte in der Umgebung, können die mittleren Schlaufen ebenfalls an den Ecken befestigt werden. Hierdurch hängen die Seiten des Netzes weniger nach unten durch. Nachdem das Netz an allen Punkten fertig befestigt ist, sollte am Boden sichergegangen werden, dass keine Insekten unten durch das Netz gelangen können. Hierfür empfehlen sich Steine oder Äste, um den Rand zu beschweren. Es ist ebenso möglich, das Netz zur Befestigung unter die Isomatte oder Schlafunterlage zu drücken. Für weitere Infos besuchen Sie gerne unsere Website unter www.brettschneider.de.